Ja. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Verdammt! Chris, hör mir zu. Du musst zwei Geiseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Das ist Owen Weskers Sohn. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werd's tun. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ada Wong ist tot. Roger. Sherry und Jake brauchen dich. Lass sie nicht im Stich. Ist alles okay? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Echo an HQ, hören Sie mich? HQ an Echo, Bericht. Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Ja! Spuren des T-Virus im Gas festgestellt. Das scheint dasselbe Gas wie in Tonnen. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Wir wollen helfen. In Ordnung, dann los. Ich bin aber nicht in die Wolke. Also auf die Wolke nicht. Von beiden Seiten die Wolke. Ich glaube, wir haben nicht viel Wahl. Wir müssen hier hoch. Ja, ganz kurz nur schauen. Da. Bleiben Sie weg vom Gas. Ja! Das ist mir klar. Keine Sorge. So, da hoch. Okay, ich bin da. Schießen! Was ich eigentlich sagen wollte, Ada Wong ist definitiv nicht tot. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Ganze geht ein bisschen auf Zeit. Wie? Oh, okay, danke. Da liegt ein Schlangenemblem. Ist okay? Wie ist das da draußen? Ich hab's auch gerade gesehen. Ist ganz schön am Dampfen. Das ist noch harmlos ausgedrückt. Wir sind auf dem Weg zum Turm, um nach den Evakuierten zu sehen. Wir haben draußen einen Wagen, wenn Ihnen das hilft. Mist! Im Wagen vor mir fährt... Warte mal, da liegt Muni. Okay, scheiß auf Muni. Mir ist das gerade so egal. Oh, die Kleider hier sind hübsch. Ich lauf ein Zombie hinterher, das ist ja geil. Wir müssen los! Ja, ich bin doch schon da. Was? Wo? Ja, mach auf. Danke. Okay, los! Halt! Zurück! Was? Wo ist das Auto? Was? Vor der Tür! Los! Welches Auto? Ach, fuck! Oh, voll. Oh, wow. Okay. Schön, dass sie so viel fallen lässt. Ah. Ich brauche eh gerade Punkte. Ich will tunen. Tja. Punkte, Munition, schön. Alles läuft hier perfekt. Ja, wo muss ich hin? Ach, da. Los, schnell! Oder auch nicht. Die Munition können wir aufnehmen. Hier, wo müssen wir denn hin? Ich weiß gerade auch nicht so recht. Und irgendwie sterben die gerade wie Fliegen. Warte mal, wo kommt der her? Da? Ach so, wir müssen das gemeinsam hier aufmachen. Oh Mann. Ah.
Autochen. Nicht umdrehen! Weg hier! Ja, spiel du nur den Helden. Hm. Und keiner wird seinen Namen je erfahren. Okay, festhalten! Schönen Hammer. Wo kommt die ganze Asche her? Hey, ich kann mich umsehen. Juhu! Ich von der Rakete. Ich sitz vorne. HQ an Charlie. Planänderung. Tachi ist Sperrgebiet für Sie. Rückzug. Warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo-Team ist noch da. Sie brauchen uns. Rückzug. Das ist ein Befehl. Also, Kollege. Wir müssen niemanden mehr verlieren. Ich hoffe, du hast die Lüftung ausgedreht. Ja, aber hallo. Das ist schlimm. Da ist ein Stoppschild. Hey! Das ist ja die Verkehrsregel. Alter, hast du einen Knall? Sie wollen uns umzingeln. Wir müssen los. Ja, Zombies rechts vor links und so. Das war ein Spaß mit dem Stoppschild. Du Koffer. Oh Mann. Vorsicht, scharfe Kurve. Alter, tritt mal aufs Gas, du fährst 20 km/h hier. Na gut, man sieht doch nichts. Nein, nicht weg! Stirb! Also jetzt sehe ich wirklich gar nichts mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Irgendwie kommt es mir vor, ob wir auf Tauchstation gehen. Alter! Scheibenwischer, please, aber Scheibenwischer anmachen. Der will bestimmt nachher $5 dafür, dass er uns die Scheibe geputzt hat. Ja. Na, wo hast du den Führerschein gewonnen? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, da oben sind gar keine Knöpfe. Ich weiß nicht, was er... Weiter kann ich Sie nicht bringen. Was? Der Turm ist gleich da vorne. Machen Sie beide weiter. Er ich fühlt sich ja aus. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Vielen Dank. Passen Sie auf sich auf. Wie heißen die? Die Petros Towers, oder wie heißen die? Ich hab sehen so ähnlich Ahnung, aus. Da kommen ein Haufen Zombies. Ist jemand da? Ja, aber ich glaube, mit denen müssen wir uns nicht. Da müssen wir hin. Ah. Guck mal. Ja. Ich drück. Das war die falsche Taste. Ich mach immer der Rolle. Ich drück immer C statt V. Ja, ich drück immer E statt R. Krass, es gibt einen Offline-Multiplayer mit Splitscreen. Mhm. Also das kann ich jetzt sagen, ich habe ein Déjà-vu. Ich nicht. Bist du dir sicher? Obwohl. Ja. Ich helfe Ihnen. Ah. Ich dachte, sie wäre tot. Kommst du? Viele. Ja. Leon, hören Sie mich. Ist alles okay? Ich lebe. Aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen blöd gemacht. Ja! Hier war eine Kiste, Moment. Das finde ich, weil das war im Prolog bzw. im Tutorial komplett anders.
Ja. Das hätten sie ruhig, weiß ich nicht, irgendwie anders machen können. Der hatte eine Waffe in der Hand. Hm. Okay, ich kann ihn mir wieder ansehen. Toll. Weil, wenn ihr wisst, dass, wenn ihr jetzt wisst, was ich meine, also im Prolog war es ja so, dass wir sie ja tragen haben müssen. Und der Typ ist, erstens einmal kamen da keine zwei Typen, sondern nur einer. Und schon gar keine geregnet. Oh, Schlangenemblem. Warte, ich besiege nur gerade kurz diesen netten Soldaten. Hier im Laster. Ja, hab's gesehen, danke vielmals. Ich muss irgendwas für das Kraut wegwerfen. Bist du dir sicher? Nee, ich kombiniere einfach was. Da hinten meine Kiste. So, und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo es gleich rumpelt. Oder auch nicht! Alter! Habt ihr einen Knall? Alter, Schwede! Was ist los? Oh mein Gott, was ist das denn? Alter! Ihr habt sie doch nicht alle! Alter! Mann! Mach doch so einen Mist nicht mit mir! Munition! Ganz viel! Wow, jetzt rumpelt's aber! Ja! Jetzt ist auch der Chat in die Tür rein, also in das Gebäude reingeflogen. Ah, warte mal, da war noch ein Pferdchen. Ach ja. Das kennen wir doch alles. Ja. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Hey, ich hoffe, das war nicht der Chat von Chris. Was? Achso, der abgestürzt, oder? Ja. Weil Leon hat ja jetzt gerade gesagt, was ist passiert, Chris? Ja. Ich hoffe jetzt sehr, dass das eben jetzt nicht... Naja, ich glaube, ich hoffe, es war darauf bezogen, dass Chris vor allen anderen wusste, dass das eine Verseuchungsrakete war. Oder überhaupt eine Rakete da auf dem Weg ist. Ja, wow. Aber ich glaube nicht, dass die das jetzt fallen lassen haben. Das schleppt ja mich. Leon, da! Ja! Was heißt wieder laufen? Ja, das sieht aus wie ein Passagierflugzeug, oder? Nee, ein Jet. Doch, ein Jet. Hm. Das ist ein Jet. Weg! Gleich macht es Boom. Ja. Ja. Und wir müssen laufen. Hattest du dir meinen ersten Part eigentlich angesehen? Was? Meinen ersten Part. Ich war mit der Kameraführung etwas überfordert und bin dann zurückgelaufen aus Versehen. Ja. Ist mir aber auch passiert. Hierher! Einsteigen! Ja, wir sind schon auf dem Weg. Ach ja. Schön hier mal wieder Yay. Die alte Umgebung zu sehen. Hallo. Mist. Und wieder habe ich einen Passagier am Bein. Oh, das geht mir jetzt. Wesentlich schwerer als im Prolog. Findest du? Ich meine die Quickfire-Sequenz da jetzt gerade. Ach so. Hat sich ja nicht. Ach, das können wir eigentlich nur springen. Mist. Das gehört da hin. Verdammt, ich krieg hier nicht hoch. Komm schon. Man muss halt Helle da mal mithelfen. Was ist denn los? Hoch,
Und kriegst ja, du hoch? Ich drück. Also. Der Heli macht es nicht schneller. Alter, nicht falsch verstehen. Noch ein Stück. Oh, oh, Freunde. Wieso will sie denn die Leiche retten? Das habe ich beim ersten Mal schon nicht verstanden. Oh, scheiße, falsch gedrückt. Ich krieg das schon hin, hier hinten. So. So. Langer Abgang. Alter, das geht doch schnell. Ui. Mist! Festhalten! Das ist neu, oder? Nee. Dürfte ja für dich ja nicht neu gewesen sein. Ja. Aber dass ich der Taste R drücken sollte, war mir neu. Ach so. War das im Prolog nicht so? Ich glaube nur Leertaste. Ach so. Irgendwas ist hier faul.